Hallo Leute, grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hat ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, so lange Pause zum letzten Vlog hatte ich noch nicht. Aber es hatte auch mehrere Gründe. Positive, muss ich dazu sagen. Für mich positive. Ja, die mich auf Facebook verfolgen, werden das eh mitbekommen haben. Bin da jetzt ein bisschen ins Spielfilmgeschäft mit meiner Filmreihe reingerutscht und da war ich im August vollkommen eingespannt für die Geschichte, war eine sehr, sehr spannende Geschichte, hat tolle Folgesachen jetzt für mich auch jetzt ans Laufen gebracht, ja, ist eine andere Geschichte. Gut, das andere war natürlich, das werdet ihr ja auch mitbekommen haben, das böse C ist immer noch ja, sehr aktuell, leider Gottes, wie es ausschaut, wo ich das Video da jetzt aufnehme. Wir haben jetzt Anfang September und da kündigt sich schon wieder die nächsten Geschichten an mit Oktober, Herbst, Winter, oi. Ob das wieder mal aus sein wird. Auch der Sommer war ja nicht so ganz restriktionsfrei. Die Branche, die Gleitschirmbranche hat das auch sehr, sehr stark gespürt. Wir haben nach wie vor, gibt es große Probleme, also was jetzt Lieferketten, Produktion und anbelangt, ist nach wie vor traurige Geschichte. Und es hat natürlich auch die Verfügbarkeit mit Demoschimmern zu tun und. Also das ist von Firma zu Firma ein bisschen unterschiedlich. Ja, wie auch immer. Und das ist halt alles nicht zuträglich. Und natürlich, ja, das leidige Fliegerproblem, das Wetter. War zwar unheimlich toller Sommer, sehr, sehr heiß, toll, auch mit sehr viel Unwettern. Muss sagen, toi, toi, toi. Hier bei uns an der Hohen Wand, wir sind hier ziemlich verschont gewesen, was Unwetter anbelangt, aber Gewitter hatten wir eine ganze Menge. Also, da gab es schon ein paar Lightshows hier. In der näheren Umgebung hat es schon ein bisschen anders ausgeschaut. Die waren schon ein bisschen mehr unter Wasser. Ja, und dann gab es natürlich sehr viel Nordwind, Nordwindlastig, da war es mit dem Fliegen auch nicht so toll. Gut, wir haben schon noch ein paar nette Flugtage gehabt, aber unter Mittel, was ich meine Statistik da mache mit dem Flugwetter, das war nicht so ganz toll. Aber immerhin, was soll's. Ja, und das sind also mit die Gründe, warum das dann auch so lange gedauert hat. Tut mir sehr, sehr leid. Aber nichtsdestotrotz freut mich, dass ihr jetzt da dabei seid. Und ihr habt das eh schon im Intro gesehen. Es geht wieder mal um einen Gleitschirm. Und zwar für mich eine Herzensmarke, Nova. Mit der Firma Nova hatte ich schon ja, sehr, sehr angenehme Erinnerungen, viele tolle Sachen erlebt. Bei Nova, von den Altspatzen unter die Flieger, während es ja in Erinnerung haben, bei Nova hat sich ja sehr, sehr, sehr viel geändert und getan. Und ja, da hat sie wirklich viel getan und hat es geheißen, Nova ist nicht mehr Nova wie es war, weil es halt ein paar Geschichten gegeben hat. Und durch Zufall bin ich via Facebook ins Gespräch gekommen mit dem Till von Nova. Hallo Till, freut mich, dass du mir eben dieses Video eigentlich da ermöglicht hast, diese Schirmvorstellung. War sehr, sehr nett, sind wir gut in Kontakt gekommen. Habe so wie diesen Nova Spirit von früher gleich schon wieder mitbekommen. Also da tut sich bei Nova momentan sehr, sehr viel. Sagen Thumbs up, Nova, würde mich freuen, dass ihr da weiterhin sehr viel Erfolg habt und da entwickelt sich was, ich spüre es und das ist toll. Und würde mich freuen, wenn ich da, vielleicht Till, kannst du mir da helfen? Ich glaube, du hast mir eh schon ein bisschen was gesagt, dass wir da weiterhin gut in Kontakt bleiben können und ich noch mehrere Nova-Schirme hier meinen Kanal vorstellen darf. Würde mich sehr, sehr freuen. Nun denn, den hier hatte ich ja schon einmal in der Hand, den Nova, aktuellen Nova Ion Light. Und da tut der Nova sehr viel versprechen über den Schirm. Also so ziemlich die eierlegende Wollmilchsau. Also von Einsteiger, also kurz nach dem Schein, ein bisschen versierter sollte er vielleicht sein, aber vom Einsteiger bis zum streckenflugambitionierten Piloten soll der Ion und natürlich auch der Ion Light, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, abdecken, also die Pilotenwünsche. Ja, und natürlich der Ion Light noch dazu für Walk and Fly.
Also das ist schon ein gewaltiges Spektrum, was da abdecken soll. Und das hat mich natürlich sehr, sehr neugierig gemacht und war schon sehr, sehr gespannt. Und was soll ich einmal vorweg sagen? Okay, mehr brauche ich eh nicht sagen. Ich würde sagen, schauen wir uns den Schirm gemeinsam an. Gibt es einiges zum Erzählen, über den Schirm einiges zum Zeigen. Und ja, viel Spaß einmal. Gehen wir fliegen. Ja, und da liegt er schon, der Ion 6 Lite. Das ist eben die sechste Version des Ion von Nova. Ja, und wie gewohnt, schauen wir sich einmal gemeinsam den Schirm genauer an. Der Nova Ion 6 Lite, ja, ist zwar ein Leichtschirm, aber ich persönlich würde ihn eher als Semi-Light einstufen, was ja nicht schlecht ist bezüglich der Alltagstauglichkeit. Ja, ich hatte die Größe M hier, die geht von 90 bis 110 Kilogramm und da gibt es ein Kappengewicht von 4,1 Kilogramm. Was heute eigentlich ja schon nahezu zum Erwähnen ist, dass der Ion 6 Lite kein durchgelatterter Schirm ist, also nicht von der Eintrittskante, Obersegel bis fast ganz hinten, sondern er hat nur diese Versteifungen in der Eintrittskante im vordersten Nasenbereich. So ist der Schirm nicht kritisch, was Packen anbelangt, so kann man den Schirm eben auch konventionell, wie man will, packen und das Packmaß bleibt relativ klein. Jo, so schaut das Innenleben des Ion 6 Lite aus. Ja, alles auf geringes Gewicht optimiert und ja, und vor allem sehr, sehr detailverliebt. Da gibt es aber ganz tolle, schöne Lösungen. Ja, da geht es nicht nur um geringes Gewicht, sondern auch um erzielbare Flugleistung. So hat der Ion 6 Lite eine optimierte Schirmhinterkante mit Mini-Rips, das sieht man hier schön, und auch dünne Tragegurte. Dies ist übrigens der rechte Tragegurt. Ja, warum ich das erkenne? Ganz einfach. Man sieht es hier am Bild sehr schön. Die Tragegurte sind nach Luftfahrtnorm nach links und rechts farblich markiert. Links rot, rechts grün. Man sieht es an der Einhängeschlaufe. Hier sieht man noch einmal sehr schön die dünnen Tragegurte. Ja, wegen der Leistung und natürlich auch wegen dem Gewicht. Die dünnen Tragegurte sind leichter. Ja, und was noch viel wichtiger ist, farbige Leinen. Die Leinen sind ummantelt, also besser gesagt die Stammleinen und die Stabiloleine und vor allem farblich kodiert. Hier sieht man das noch einmal viel schöner, die bunten Leinen. Ja, das hat natürlich auch einen Vorteil, vor allem vielleicht für unerfahrenere Piloten, Einsteiger und so weiter, die den Komfort der Übersicht bei den Startvorbereitungen haben wollen. Ach ja, habe ja fast was vergessen. Der Ion 6 Lite ist ein echter Dreiliner. Ja, ich würde mal sagen, das findet man im Low-B-Bereich doch nicht so oft. Unterm Strich kann man sagen, dass der Ion 6 Lite ja schon ein paar ganz, ganz nette Details aufweist und im Grunde schon deutlich über den, unter Anführungsstrichen, normalen Einsteigerschirm steht. So, dalle. Jetzt schauen wir mal, was der Ion 6 Lite so in der Praxis zeigt. Hier bei den Startvorbereitungen sieht man sehr schön die farbige Kodierung der Tragegurte, die ich ja schon erwähnt habe. Wie auch, dass die Tragegurte sehr dünn sind. Ja, und da brauchen sie schon etwas mehr Aufmerksamkeit bei den Startvorbereitungen. Schauen wir mal. Ein bisschen was zu anbringen. Ja, geht super rauf, entlang vom Skywalk bis rüber. Ohne drehen, einfach nur sorgen und geht's gleich rauf. Nö, schau mal, wir messen. Ob er das tut oder nicht. Bis dann. Guten, gell? Danke. Und los geht es mit einem Vorwärtsstart. Und man sieht's ja,
Wow. Der Schirm startet im Grunde von alleine. Ganz easy, der Schirm bleibt ober einen wie angenagelt stehen. Und was man aber dazu hier sagen muss, es geht da gar nicht wirklich viel Wind. Also echt super. Der Ion 6 Lite in der Größe M, den ich da hatte, geht bis 110 Kilogramm Abfluggewicht. Ich hatte ihn mit ca. 107, 108 Kilogramm belastet. Die Trimgeschwindigkeit ist gut, nicht allzu flott, aber eben auch klassentypisch. Na, habt ihr es gehört? Ja, trotz hoher Flächenbelastung steigt der Ion 6 Lite M, den ich da hatte, doch ganz schön gut. Also er nimmt das da relativ schwache Steigen sehr gut mit. Das gefällt mir mal wirklich sehr gut. Obwohl es geschlossen bewölkt war, ging's ganz schön gut. Ja, man sieht sie hier gleich. Und was mir da gleich einmal sehr gut gefallen hat, der Ion 6 Lite lässt sich sehr eng kurbeln. Ist ja vielleicht eher ein bisschen ein Flachdreher als einer, den man auf den Flügel legt und richtig eng auf der Flügelspitze hinaufkurbelt. Ja, aber das tut keinen Abbruch. Wenn man das so richtig mit dem Gefühl rausbekommt, dann steigt der Schirm sehr, sehr gut und lässt sich, wie man da ja gerade gesehen hat, sehr, sehr eng kurbeln. Perfekt. Und ja, man kann den Ion 6 Lite auch auf der Flügelspitze kurbeln. Aber ich denke, konstruktionsbedingt, weil er eine etwas geringere Kappenkrümmung hat, steigt er besser. Und ich denke auch, dass das Handling ein bisschen besser ist, wenn man flach kurbelt. Ja, ist eine reine Gewöhnungssache und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, man sieht es ja da auch. Also Nova, gut gemacht, gefällt mir. Ja, schön schaut er aus, der Ion 6 Lite. Da schaut man gerne zur Kappe rauf. Und ja, bezüglich Handling vielleicht noch zu erwähnen, der Ion 6 Lite ist ein Kurzliner. Ja, und dieser Umstand hat natürlich gewisse Vorteile. Vor allem auch einmal, was das Handling betrifft. Man ist dem Schirm einfach, ja, um es einfach zu sagen, etwas näher. Das Steuern ist ein bisschen direkter, weil das Pendel etwas kürzer ist natürlich. Man kriegt auch ein bisschen mehr mit, was der Gleitschirm ober einen tut. Ja, aber keine Angst. Er ist nach wie vor ein sehr, sehr gemütlich abgestimmter Schirm und ich kann nur eins sagen, so gemütlich und komfortabel bin ich schon längere Zeit nicht mehr mit einem Gleitschirm geflogen. So ist der Ion 6 Lite auf alle Fälle auch einsteigertauglich. Was ich hier nochmals erwähnen möchte, ja, ich hab's, so denke ich einmal, schon gesagt, was mir am Ion 6 Lite recht gut gefallen hat, ist, und das muss man auch in Bezug sehen, dass es eigentlich mit meinem Gefühl nach eher fast sogar ein Low-B-Gleitschirm ist, dass er das geringe Steigen mitnimmt. Also wenn ein bisschen was den Hang raufkommt, nimmt das schon mit. Und das ist natürlich beim Hangsoaring oder bei schwacher Thermik am Hang natürlich Gold wert. Und ja, da kann ich nur sagen, Nova, ja, ihr habt's recht, ich denke, der Schirm ist auf alle Fälle gut streckenflugtauglich. Denn das hier schon erwähnte gute Kurvenhandling mit relativ geringen Kurvensinken und dass der Schirm auch schwache Aufwinde mitnimmt, dass man sich noch am Hang so dahin kratzen kann und so noch manchen Kilometer vielleicht rausquetschen kann, wenn man es einmal so wirklich wissen will, ja, das ist hilfreich. Und das sage ich nicht nur hier so. Ich würde mal sagen, man sieht das hier schon bei den Bildern, die man da jetzt gerade gesehen hat und gerade sieht. Also was ich da noch herumkratzen kann und mich noch so
ja, kann man sagen, mit dem Messer zwischen die Zähne an der Kante halten kann. Das ist für ein Mit, ja, wie gesagt, gefühlsmäßig fast schon Low-B-Gleitschirm schon sehr erstaunlich und sehr, sehr gut. Also das passt und das hat mich sehr, sehr überzeugt. Ja, und das macht halt auch ein bisschen fröhlich und, ja, jetzt unter Anführungsstrichen wagemutiger, denn der das Fluggebiet hier der Hohen Band ein bisschen kennt, sieht, ui, an der Stelle bin ich eigentlich schon relativ weit unter der Kante und die offiziellen Landeplätze sind ein bisschen weiter weg. Ja, aber ich will ja den Schirm austesten und schauen, was geht. Weil man kommt ja schon einmal, wenn man wirklich Strecken fliegen will, in eine blöde Situation, wo man sich ausgraben muss. Und ja, man sieht es hier, es kommt hier ganz schwach rauf, es ist eine schwache Thermik, die vorn hangt, da unten von den Wiesen, von den Feldern abreißt. Da eben spielt wieder das gute Handling mit, ich kann hier zum Hang drehen. Ja, man hört es im Hintergrund am Vario, ich mache ganz zart, aber doch Höhenmeter. Und das sind halt Sachen, die beim Streckenfliegen einmal schon essentiell werden können, dass man halt nicht absauft, noch einen Landeplatz, eben sprich Außenlandeplatz erwischt oder eben noch die nötigen, wenn man es will, Kilometer erreicht. Ja, man sieht es ja hier, ich mache Meter, ich komme schon auf Kantenhöhe rauf und ja, das ist schon gut. Also muss sagen, wow, und ich weiß, ich bin ein bisschen überschwänglich mit der Beschreibung, aber ja, man sieht es ja, man hört es im Hintergrund, das Vario, das ist schon sehr überzeugend. Na, da bin ich aber schon doch recht weit unter der Kante. Ja, die Hohe Wandstraße ist auch recht nah. Und der Landeplatz ist recht weit entfernt. Jetzt kommt es einmal drauf an, ob der Ion 6 Lite auch ein guter Gleiter ist. Schauen wir uns das einmal an. Es ist spannend. Dank des guten Mitnehmens vom Aufwind, also ein bisschen leichter Thermik, habe ich ganz locker den Mautlandeplatz erreicht, also immer noch schön hoch drüber. Man sieht links von meinem Gurtzeug vorne ist der Mautlandeplatz. Ja, und man hört auch im Hintergrund immer wieder Piepserls. Also der Schirm nimmt das alles mit. Wie man da an den Bildern schön sieht, kann ich mich im Bereich des Mautlandeplatzes sogar ein bisschen halten, ja, unter Anführungsstrichlein. Also es ist nicht jetzt ein normales Sinken, also immer wieder geht es ein bisschen rauf, also ja, wie man schon sagt, ein verlängerter Abgleiter vielleicht. Ja, das ist echt faszinierend, also er nimmt das wirklich alles wunderbar mit. Also echt schön, gefällt mir. Jetzt will ich es aber genau wissen, denn wie schaut das Gleiten des Ion 6 Lite aus? Und man hört es ja vielleicht im Hintergrund. Ja, das Vario zeigt ordentliches Sinken an. Also ich habe es auf 2,5 Meter Sinken eingestellt, den Wandon. Und der Landeplatz ist weit. Ja, und genau dort ist er. Dort muss ich hin. Die Kenner des Fluggebiets, ja, die haben sicher schon erkannt, da ist er, der Landeplatz. Was ich da noch nicht erwähnt habe, während der Flugzeit dieses Fluges hat der Wind von ja, östlicher Richtung immer mehr auf Süd rüber gedreht. So hatte ich dann beim Rausfliegen zum Schullandeplatz auch Gegenwind. Mit ein bisschen Saufen auch dabei, man hat es ja gehört. Ja, das Gleiten hat gereicht. Er hat immer wieder ein bisschen Aufwind mitgenommen und ja, ich bin rausgekommen. Das zählt. Und wie man hier ja sieht, gar nicht einmal so nieder. Also mit einer ganz schönen Höhe. Super. Man glaubt es ja gar nicht, man hört es gleich. Im Hintergrund, das Vario piepst schon wieder, also er nimmt immer wieder ein bisschen Steigen mit, was da von den Feldern warme Luft draufkommt.
Man sieht ja da ja auch, so hoch bin ich jetzt auch nicht mehr über die Felder drüber. Also unglaublich. Also wirklich sehr, sehr überrascht von den Schirmen. Ja, so konnte ich noch so eine oder andere Flugminute rausquetschen. War dann so unterm Strich circa dreiviertel Stunde, 50 Minuten Flug. Ja, genial. Also der Flug hat mich sehr, sehr überrascht, was den Schirm anbelangt. Ja, und irgendwann einmal ist auch der tollste Flug zu Ende und jetzt schauen wir sich da mal die Landung an. Und da gibt es ja mal einen Riesen-Aha. Schaut euch einmal an, wie der Schirm da reingleitet, dieser Flügel. Also bei meinem privaten Schirm, AT-Schirm, schaut es nicht viel anders aus. Und wie der ausflärt. Wahnsinn! Also das Gleiten ist schon wirklich gut. Und das bei einem mit, vermeintlich Low B. Hammer! Also ich bin wirklich überrascht. Nun, zum Landen selber. Ja, ich habe das eh gesehen. Kein Hexenwerk. Schirm reißt wunderschön ab. Langer Bremsweg. Hat das gut im Gefühl, was der Schirm ober einer macht. Total safe, also den reißt man generell nicht schnell ab. Gut, ist auch klassentypisch. Ja, wie beim Starten. Landet eigentlich problemlos. Super. Vor allem, was auch nicht so typisch ist für die Klasse, er flärt schön aus. Gut gemacht. Toller Schirm. Ja, ein feiner Schirm. Ein wirklich feiner Flügel. Also wirklich toll. Also der Flug hat mich jetzt überzeugt. Ja, gelungen aber. Super. Ein neuer Flugtag, ein neues Fliegerglück. Ja, ich wollte den Ion 6 Lite natürlich auch mal bei ein bisschen gescheiteren thermischen Bedingungen fliegen. Und dieser Tag da, wo ich geflogen bin, ja, der war zum Testen ganz gut. Denn es labellisierte zusehends, für Nachmittag sind schon Gewitter angesagt worden. Ja, noch schnell ein Flugerl. Ja, und es sollte dann, wie man dann im Video sieht, wirklich schnell gehen. Ja, der Wind war zwar an diesem Tag nicht besonders stark, er war ein bisschen südlich, so Süd-Südost eher so. Ja, und die Thermikablösen wurden immer kräftiger. Das bedeutet Rückwärtsstart. Und auch so lässt sich der Ion 6 Lite ausgezeichnet starten. Man sieht es hier ja schön, kein Überschießen, kein unnötiges Anfahren. Ja, ein bisschen mehr laufen hätte ich können. Ja, ganz easy der Start, perfekt. Ja, auch in enger, ruppiger Thermik brilliert der Ion 6 Lite. Lässt sich schön drehen, zieht seine Bahn, ist echt gut zum Fliegen. Sehr angenehm. Ja, und wie ich im Video schon sagte, auch sehr komfortabel. Aber man sieht es immer wieder, wie es mich da hin und her pendelt. Also ruhig war es nicht. An der Kante am Hang, ja, in Summe ging da mehr runter als rauf, halt ein bisschen eine Jojo-Fliegerei. Ja, dann haben wir gedacht, ja, probieren wir es einmal draußen in der neuen Welt, also weiter vor der hohen Wand, dann müsste ja thermisch auch gut gehen. Ich lag mit meiner Vermutung richtig, man sieht es da ja sehr schön. Ja, es geht da ganz schön gut rauf. Es war auch ein bisschen angenehmer da draußen. Bei der hohen Wand, bei den Felsen, war es ein bisschen pumpiger, wenn man so sagen will, der Ablösen härter. Man hat es da jetzt schön gesehen, ich schaue da jetzt Richtung West. Ja, man beobachtet die Wolken. Die werden immer größer. Noch sieht man es nicht in Zeitraffer wachsen, aber man sollte die mal im Auge behalten. Aber dennoch, schaut, es geht echt gut. Der Flügel macht Laune und das auch in sehr bockiger Thermik. Es steigt immer besser und es wird immer toller. Und der Bauch sagt mir, fliegen wir lieber raus, weil wir werden garantiert länger brauchen, bis wir unten sind. Bei der Gelegenheit, ich habe es ja noch nicht gesagt, habe ich das Speed-System getestet. Geht normal, also großer C ist nicht, aber es ist effektiv. Ach ja, habe ich nicht gesagt,
draußen könnte es gut gehen. Und wie es gut geht, man sieht es da wunderschön. Ich steige da im Bereich auf Mauthöhe ordentlich. Ja, der Flieger kommt halt durch. Ich möchte es austesten. Mei, geht es gut. Aber immer schön auf die Wolken schauen, denn auch Richtung Südost vor uns, die Wolken werden größer. Und noch ein bisschen weiter draußen, so auf Höhe des Schullandeplatz in der Talmitte. Es geht fantastisch. Aber vor uns, man sieht, die Wolken zeigen es genau. Es wird immer labiler. Ja, jetzt sollte man doch schauen, dass man runterkommt. Auch wenn es noch so gut geht und der Schirm so einen Spaß macht und sich sicher fühlt. Weiter unten wird's immer turbulenter, die Ablösen von den Feldern immer härter. Ja, ein paar Worte zum Schirmfeeling, zum Kappenfeeling. Das meiste, was der Schirm anzeigt, das kommt von der Kappe über die Tragegurte. Über die Bremsen ist es nicht so, also da spürt man nicht so viel. Apropos Bremsen, ja, die sind echt angenehm. Der Bremsdruck ist nicht allzu hoch. Man braucht auch nicht extrem weit ziehen, dass der Schirm in die Kurve reinzieht. Also er hat schon lange Bremswege, aber zum Steuern brauchst du nicht zu viel. Was der Schirm gern mag, ist bei der Kurventechnik viel mit Gewichtsverlagerung zu arbeiten. Das bringt wirklich viel Leistung. Naja, bezüglich Leistung und ja, bezogen auf das Speed-System, das habe ich noch nicht erwähnt. Ja, das ist wirklich gut. In Bezug auf alle Fälle auf einen Mid-, vielleicht sogar Low-B-Schirm, meiner Meinung nach. Ja, bis Halbgas ist das Gleiten beschleunigt, eben bis Halbgas, wirklich gut. Also das taugt, ist zum Streckenfliegen natürlich gut, wie gesagt. Ja, nur darüber hinaus ist klar, das ist dann klassentypisch, bricht dann das Gleiten dann doch ein. Aber die Speed ist dafür dann auch okay, aber halt runter. Weil das Wort runtergefallen ist, mit dem Ion 6 Lite kommt man auch runter, sprich Ohren anlegen, Speed dazu, sehr angenehm, kann man nicht von jedem Schirm sagen. Kommen wir mal schön langsam zum Endanflug. Ja, bezogen auch auf das Video hier, wird ja schon Zeit, ist wieder lang geworden. Und natürlich auch den Flug, wie man hier sieht. Endanflug, schön langsam. Jo, für wem ist dann eigentlich der Ion 6 Lite am besten geeignet? Und da würde ich persönlich einmal sagen, ein bisschen avancierterer Einsteiger nach dem Scheinerhalt wird mit dem Ion 6 Lite eine gewaltige Freude haben. Er überfordert überhaupt nicht, ist sehr, sehr gutmütig, hohe Sicherheitsreserven, sehr, sehr komfortabel zum Fliegen, wirklich toll. Und dazu, das ist nicht selbstverständlich, für seine Klasse auch eine wirklich ansprechende Leistung. Also das, was das Gleiten anbelangt, ja, würde ich sagen, da geht so mancher High-B-Gleitschirm nicht wirklich besser. Ja, Thermikeigenschaften, Handling, alles top. Und was kommt noch dazu? Ja, es ist auch ein Leichtschirm, nicht unbedingt ein Ultraleichter, aber leicht genug mit einem angenehmen Packmaß, also so auch zum Hike and Fly bestens geeignet. Nochmal, was soll ich sagen? Da schadet ihr eigentlich euch ein bisschen selber. Es ist nämlich wirklich fast eine eierlegende Wollmilchsau. Denn man wird lange mit diesem Schirm eine Freude haben, weil da wirklich alles sehr gut passt. Nova, da kann man nur eines sagen, da ist euch wirklich was sehr, sehr Feines gelungen. Thumbs up, kann man nur sagen. Ach ja, ich hätte es ja fast vergessen. Ich nehme an, so mancher von euch wird sich jetzt fragen, wie war das dann da mit dem Wetter? Ist da was gekommen oder nicht? Ja, es ist was gekommen. Und wie? Nachdem ich den Schirm zusammengelegt habe, also schon den Rucksack hingestellt habe, Schirm alles eingepackt, hat es den ersten Donnerer gegeben. Es ist wahnsinnig schnell gegangen, es ist immer dünkler und dünkler und dünkler geworden.
Ja, und dann eine halbe Stunde später ist dann der erste Tropfen gefallen. Und wie ich dann zu Hause angekommen bin, das war dann noch einmal circa eine halbe Stunde später, hat's aber ordentlich gewittert. Also mit ordentlich starken Regen, Krach, Boom, Lightshow und richtig so, was halt so ein ordentlichen Sommergewitter dazugehört. Kann ich eins sagen, war eine gute Entscheidung, rechtzeitig landen zu gehen. Ich bin trocken geblieben. Jo, und das war schon wieder mit dem V-Blog über den Nova Ion Light. Jo, Nova, ihr habt nicht zu viel versprochen. Das Spektrum, was der Schirm abdeckt, ist schon wirklich gut. Das passt. Also da, so ein bisschen versierterer, so Einsteiger, kurz nach dem Scheinerhalt wird mit dem Schirm große Freude haben, nicht überfordert sein. Der Streckenflug ambitionierte Pilot mit dem Schirm geht auf alle Fälle was. Der geht. Das Gleiten würde ich einmal sagen, habe ich eh schon im Video sicher gesagt, der ist sehr, sehr nahe an der ganzen High-B-Schirme. Also im unbeschleunigten Gleiten sicher und im beschleunigten Gleiten bis Halbgas auf alle Fälle ist er gut mit dabei. Also ja, und was zum Streckenfliegen dann ganz, ganz wichtig ist, ja, sehr entspannt. Also ich bin schon eine Weile jetzt auch wieder nicht so entspannt in stärkerer, ruppiger Therme geflogen wie mit den Ion Light da. Also sehr entspannt, ganz toll, geht wirklich super. Also, ganz toll, also gepaart mit der guten Flugleistung, tolles Handling, steigt sehr gut, macht wirklich Spaß, ist toll. Und auch noch dazu für Walk and Fly geeignet, weil er eben nicht so, weil er wirklich leicht ist. Gut, semi-light, es gibt leichtere Schirme, aber dafür ist er auch wieder haltbarer, muss man auch dazu sagen. Und alltagstauglich in dem Sinn. Also der deckt wirklich sehr viel Atnova. Thumbs up, tolle Arbeit, gut gelungen. Riesenspaß, das Schirmleiteln. Testet den Schirm, wenn ihr die Möglichkeit habt. Schaut euch den Schirm einmal an, wenn du auf der Suche bist. Der Schirm, der dich überfordert, der gemütlich ist, der auch, wenn es mal ruppig ist, entspannt zum Fliegen ist, der auch noch eine Leistung hat, wenn du einmal ein bisschen wegfliegen willst, auch einmal am Berg gehen willst, wenn das dazu passende Gurtzeug, also auch ein leichtes Gurtzeug dazu hast, passt alles. Also probiert den Schirm einmal, fliegt ihn einmal. Also kann ich wirklich empfehlen. Nova, tolle Arbeit. Gute Leistung, super. Ja, genug Lob gehudelt. Ich hoffe, würde mich freuen, dass ich vielleicht wieder auch einmal, Till hat eh schon ein bisschen angeln, Till, ja, bitte mach was vielleicht, würde mich freuen, dass ich wieder mal vielleicht einen anderen aktuellen Nova-Gleitschirm vorstellen darf. Was ich so mitbekommen habe, ist ja, glaube ich, ein bisschen was in der Pipeline. Schauen wir vielleicht nicht heuer, dann vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht ergibt sich ja da mal wieder was. Würde mich sehr, sehr freuen. Die Richtung stimmt, was Nova eingeht. Da bin ich überzeugt. Also, und auch der Ion Light, vor allem der Light, bin ich mir sicher, weil doch das Sahnehäubchen noch drauf geht, was jetzt Handling, ein bisschen Dynamik angeht, ist es sicher ein bisschen mehr wie bei normalen Ion. Also der wird sicher einschlagen, da wird Erfolg. Gut, jetzt aus. aus, genug gelobhodelt. Also wirklich freut mich sehr für Nova. Ich habe so sehr viele angenehme, schöne Erinnerungen habe von vielen, vielen Jahren und das knüpft da auf alle Fälle an. Jo. Leute, danke, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Super Sache. Würde mich, wie gesagt, wieder YouTube-Sprech freuen. Für jeden Daumen hoch und natürlich auch für jedes weitere Abo. Und da muss ich bezüglich Abo sagen, Leute, vielen, 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 vielen Dank. Da sind einige neue Abonnenten dazugekommen. Das freut mich riesig natürlich. Gut, zu den 1000 sind wir noch ein bisschen entfernt. Deswegen würde mich für jedes Abo, weitere Abo freuen. Kostet ja nichts, brauchen nur Abo-Knopf drücken da unter YouTube, ja, zum Beispiel. Und YouTube ist mir wichtig, Vimeo ist nicht so dramatisch, aber YouTube würde mich freuen.
Weil wenn ich da über die 1000 komme, ist ja nicht nur das Gussmonitorisieren bei 1000 kannst du vergessen, aber du hast dann einfach mehr Kanalmöglichkeiten. Und das würde mich freuen, das gibt mir ein bisschen mehr Möglichkeiten. Leute, die unterstützen mich, das würde mich wirklich freuen. Es schauen ja nach wie vor recht viele den Kanal an. Ja, was gibt's nächstes? Ich hoffe, dass die Pause bis zum nächsten Vlog nicht so lange ist. Da denke ich, ohne es viel zu versprechen, werde ich halten können. Weil, wenn dieses Video online geht, könnte schon der nächste Schirm da sein oder zumindest schon am Weg sein. Hätte schon da sein sollen. Ich bin froh, dass er nicht schon da ist, weil da wäre ich terminlich ein bisschen in die Bredouille gekommen, also mit Fliegen jetzt und Videoschneiden und so weiter. Ich bin jetzt auch mit Videoschneiden immer noch, boah, ich habe so viel zum Videoschneiden noch, dass das klappt. Schauen wir mal. Aber ich bemühe mich, dass es dann flott geht. Also, und vor allem bitte drückt mir den Daumen, wenn ich den Schirm dann da habe. Ich sage noch nicht welcher. Wenn der Schirm da ist, dass das Flugwetter noch passt und dass ich auch thermisch fliegen kann, weil ich wurde am vergangenen Säurenclub Sommerfestl mehrmals angesprochen, du, bekommst du den Schirm, machst du ein Video drüber, bekommst du den? Sag ich, ja, ich bekomme ihn. Wird dann eben schon, wie gesagt, wenn dieses Video online geht, vielleicht sogar schon da sein. Wird was geben und dann drückt es mir die Daumen, dass das Wetter auf alle Fälle passt. Das ist mal sehr entscheidend, dass ich wirklich was auch über den Schirm sagen kann. Gut, das war's schon. Lassen wir es jetzt. Viel Blablabla, wenn viel reden, aber es gibt halt immer viel zum Sagen. Leute, hat mich gefreut, dass ihr wieder da wart, zugeschaut habt, bis ihr hier durchgehalten habt. Bitte Daumen hoch, Abo und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss. Ciao.